Das Themafeld ist sehr breit. Also wir sind Ansprechpersonen für unterschiedliche, also jenste Themen, jenste psychische Belange. Was wir aber sehen, ist, dass es sich besonders eignet für moralische Konflikte. Also wenn jemand wie so in einem inneren Konflikt ist, zum Beispiel, man kommt jetzt gerade einen Jugendlichen in den Sinn, der mit Papa wohnt, aber lieber zur Mama zu gehen, weil die Eltern getrennt sind, er aber nicht weiß, wenn er seinem Papa sagen soll, weil er das Gefühl hat, er hat dem Papa in den Rücken fallen. Also für so ein Thema ist der Help-Chat besonders geeignet und auch für so schambesetzte Themen. Das kommt auch immer wieder. Also sei es sexuelle Orientierung, so Genderfragen, ja, oder auch so Themen, dass sich jemand ist in der Beziehung, aber verliebt sich in jemand anders und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Oder auch so Themen, jemand ist in der Beziehung und weiß nicht, also wie er sich trennen soll, beziehungsweise ist sich auch nicht sicher, ob er sich trennen möchte. Ja, für diese Fragestellungen ja, bieten wir ein besonders gutes Format, denke ich, weil die Anonymität dort auch einen Vorteil bietet. Weil das Themen sind zum Teil, wo man sich auch nicht so traut zu exponieren. Und dort bietet die Anonymität einen besonderen Vorteil. Und auch die digitale Distanz kann ein Vorteil sein. Das merken wir auch oft. Also man merkt einfach, dass obwohl ja, eine Distanz da ist, eine digitale, dass trotzdem sehr schnell eine Nähe aufgehört hat zwischen Beraterin und Klientin. Und dass genau die digitale Distanz helfen kann, um sich zu öffnen. Weil vielleicht die Angst vor einer Bewertung wegfällt. Also es ist das, was wir wissen aus der Forschung ist, dass die Online-Beratung wie ein Filter wirken kann in Bezug auf die Angst, vom Gegenüber bewertet zu werden.